spielst ja eine Schülerin. Und wie warst du so als Schülerin? Gibt es so Gemeinsamkeiten zu deiner Rolle und Unterschiede? Also ich war als Schülerin in manchen Fächern sehr gut und in manchen Fächern sehr schlecht. Da habe ich mich, glaube ich, schon mal so ein bisschen chantalig angestellt. Mathe, Physik, so Chemie, waren nicht so meine Stärken. Aber dafür war ich in anderen Fächern wiederum sehr begeistert und auch sehr lernfähig und auch so ein kleiner Streber und wollte gerne Einsen schreiben. So in Geschichte und Deutsch und Philosophie, das waren eher meine Stärken. Und ja, mir wird nachgesagt, dass ich schon ein bisschen vorlaut war. Aber ich glaube, es hält sich noch in Grenzen. Und die 10B geht ja auf Klassenfahrt. Und was war so deine einprägsamste Erinnerung an eine Klassenfahrt? Oder wo ging es da hin? Wir sind in der 11. Klasse nach Österreich gefahren und haben eine Skifahrt gemacht. Und das war schon also einer der schönsten Fahrten überhaupt. Da habe ich auch 2 neue Freunde kennengelernt. Ich habe nämlich ein Jahr wiederholen müssen und war eigentlich total deprimiert. Und habe dann aber 2 neue Freunde kennengelernt und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Und zwar alles neu und neue Leute und spannend. Habt ihr dann dem Lehrer auch mal einen Streich gespielt oder sowas? Oder generell also, in der Schule? Ja, generell in der Schule war ich mit 2 sehr witzigen Klassenkameraden in einer Klasse. Die hießen Gino und Micha. Und die waren wirklich verrückt. Aber mit dem bin ich bis heute sehr gut befreundet. Die haben den Lehrer mal ausgesperrt, dass er nicht reingekommen ist. Oder die haben echt ordentlich Faxen gemacht. Aber ich fand es so witzig. Und Chantal will ja YouTube-Star werden, im Film zumindest. Und schaust du selbst YouTuber? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Okay. Ich glaube, dafür bin ich, ich habe das festgestellt mit den anderen, auch also mit dem anderen Cast, dass wir dafür ein bisschen zu alt sind. Mhm. Ich habe eine 16-jährige Freundin, die kennt alle auswendig, kann mir alle Namen nennen. Aber an mir ist es vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Okay. Chantal trägt ja blauen Lidschatten und gern Sachen von Pimki. Und was ist so, wie ist dein Style so privat? Was trägst du da so? Ein Freund hat mal gesagt, immer lässig, aber elegant. Mhm. Das fand ich ganz nett. Ach, ganz unterschiedlich. Also heute bin ich zum Beispiel in Jogginghose nach München gereist, weil ich mir dachte, oh, Flugzeug fliegen. Ich trage gerne auch einfach eine gute Jeans. Ich finde nichts, also sieht immer, eine gute Jeans, die gut sitzt, ist eigentlich immer perfekt. Und ja, viel grau, viel schwarz. Und so schminken auch eher natürlich, oder? Ehrlich gesagt schminke ich mich fast gar nicht mehr in letzter Zeit, wenn ich rausgehe. Wenn vielleicht ein bisschen rote Lippen, ein bisschen Wimperntusche, aber kein blauer Lidschatten. Und es gibt ja diese witzige Reihe mit Chantals Klassiker. Und was ist dein Lieblingsbuch? Von Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und was liest du gerade? Momentan lese ich gerade Zeitung einfach. Ich lese immer sehr gerne die Neon. Und Chantal Nummer 5 gibt es ja auch leider nicht zu kaufen. Was ist, hast du ein Lieblingsparfüm? Oder trägst du Parfüm? Ehrlich gesagt, ich versuche immer noch meinen Duft zu finden und trage deshalb immer andere Parfums und habe noch nicht so ganz meinen Duft gefunden. Issey Miyake finde ich einen sehr schönen Duft. Und die Düfte von Chloé gefallen mir auch sehr gut, aber irgendwie war noch nicht das 100%ige Yella Parfum dabei. Was ist deine Lieblingsszene aus dem Film? Zum ersten oder aus dem zweiten Teil? Aus dem zweiten Teil jetzt. Ich finde das schon sehr witzig, wenn Max und Aram auf den Elefanten sitzen und sagen, dass sie Bibi und Tina sind. Die war auch echt gut, die Szene. Du hast ja schon als Kind mit dem Theaterspielen angefangen. Und ist so Schauspielerei auch das, was du in der Zukunft machen möchtest? Und auch so, ja. Ja. Also wenn es gut läuft, na klar, ich kann mir allerdings aber auch vorstellen, andere Sachen zu machen. Also so ist es nicht. Ich hätte auch Lust, das mit Kindern zu machen total oder mich auch sozial zu engagieren. Also es ist jetzt nicht das Einzige, was mich interessiert. Was wolltest du früher so werden? Hast du da auch so einen Traum? Sowas als? Ja, also ich wollte schon relativ früh Schauspielerin werden. Zwischendurch wollte ich auch mal Bankangestellte werden, Astronautin. Gut, dann vielen Dank. Gerne.